Hallo, 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 liebe Retro-Freunde und willkommen zurück zu Tomb Raider Remastered. Ich weiß inzwischen, was ich machen muss. Ja, ich kam ja hier nicht weiter. Und, ja, stimmt. Das ist eigentlich so offensichtlich, wenn man es erstmal weiß, was man machen muss. Wir müssen nämlich diesen Block noch ein bisschen schieben. Und nochmal. Und nochmal. So, jetzt können wir da hoch. Und dann können wir da hoch. grandios verkackt, Floppy. Grandios verkackt. Erstmal dahin gehen, umdrehen und... Ach Mann! Lara! Mach jetzt nicht wieder so einen Scheiß wie in Qualotex Grab oder wie der hieß. Aber das ist die Lösung. Muss ich hier noch irgendwas anderes machen? Nö, die Hebel habe ich alle umgelegt. Die sind so, wie sie sein sollen. Da hinten die Tür ist offen. Nö, da muss ich nur da hoch und dann darauf springen mit Lara. Wenn sie es machen würde, wäre nett. Ich probiere nochmal schräg springen. Ey, Lara? Und jetzt hüpft sie nicht. Ich wollte gerade mal testen, ob meine Tastatur vielleicht spinnt. Nicht, dass mir jetzt gerade irgendwie... Ja, ich wollte gerade mal auf Nummer sicher gehen. Wieso? Wieso, Lara? Und jetzt natürlich, jetzt habe ich verkackt, ach. 3 Minuten 30, versuche ich das schon. Okay. Wieso? Ich habe ja nämlich sehr lange rumgehangen. Ohne irgendeine Ahnung, was ich machen muss. Und dann habe ich mal tatsächlich das Internet zur Hilfe gezogen. Und hab... Ah! Also das ist es auch nicht. Upp. Nee, da hoch springt sie nämlich auch nicht. Aber sie hat jetzt gerade wenigstens mal die Arme ausgestreckt. Das macht sie jetzt hier hinten überhaupt nicht. Da prallt sie direkt ab. So. Nur mal eine schöne Kameraperspektive wählen für ein Thumbnail. Schön, schön, schön. Gut. Okay, dann geben wir mal einen Schritt zurück und probieren es nochmal.
Warum denn? Boah. Okay, ich wechsle nochmal auf die klassische Tanksteuerung. Vielleicht geht's ja so. In Position gehen. Nach da gucken. Dann wechsle ich mal auf die Tanksteuerung. Zum Rand gehen, umdrehen. Ah. Okay. Auch nicht. Und umdrehen. Nee, nicht feuern, Lara. Und steck die Waffen wieder weg. Sag mal. Aha, passt. Rollen ist Steuerung, Magnesiumfackel F. Also der Sprung nach rechts, wie im Original, geht gar nicht mehr. Dieser. Ich guck noch mal nach den Hebeln. Vielleicht muss ich da echt noch mal irgendwas verstellen. Das Tor. Nee, die Tür ist noch offen, oder? Ja. Warum, Lara? Okay, nee, meine Maus ist es auch nicht. Ich dreh grad durch, ich dreh grad durch. Wieso greifst du nicht zu? Doch jetzt. Ja. Okay, oh, das sind schon wieder 10 Minuten. Ich mach mal einen kleinen Schnitt. Und experimentier mal ein bisschen, bevor jetzt hier die Folge nur ewig langes Rumrennen von Floppy ist. Bis dann. Okay. Wieso hüpfst du denn nicht, wenn ich hüpfen drücke, Lara?
Jetzt hüpfst du natürlich schräg. Okay. Nee, nicht da lang. Die hilft nicht. Wieso hilft die nicht? Umdrehen. Jetzt, 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 endlich. Okay, speichern. Oh. Okay. Ich muss darüber. Gott sei Dank habe ich gespeichert. Okay, ich muss darüber. Also wird das ein Sprung mit Anlauf und. Ja! So, und. Hüpf. Ja, geschafft. Oh. Was ist das hier? Sieht auch wie nach einem dummen Sprungrätsel aus. Komme ich hier überhaupt irgendwie hoch? Okay. Okay, dann macht sie eine Rolle rückwärts. Ah, okay, okay. Das wird schon. Das. Okay, ich muss öfter springen. Und drauf. Nee, drauf. Ah. Okay, das kriege ich schon hin. Wieso habe ich jetzt so wenig Leben? Ich lade nochmal. Ich habe jetzt gerade viel zu viel Leben verloren durch dieses dämliche Sprungrätsel da. Okay, ich schätze mal, dass ich da lang muss. Oh, da ist ein Medkit. Okay. Nochmal laden. Okay, nee, das ist ein kurzer Sprung, da brauche ich keinen Anlauf. Ich glaube, ich habe langsam ein bisschen was dazugelernt. Oder auch nicht. Wieso? Wieso springst du denn einfach nicht? Ah, jetzt. Okay. Medkit. Und da muss ich wohl darüber. Ich speichere nochmal. Nur ich glaube, da brauche ich. Hier brauche ich tatsächlich Anlauf. Ja. Gut, gut. Ich kann auch da lang, aber ich glaube, das muss ich nicht. Nee, ich spring mal da lang. Okay, und. Okay, und. Nee, hoch, Lara, hoch, hoch, hoch. Ja. Okay, dahin und. Okay. Wir sind da, wir sind da.
Ich speichere mal. Oh, was ist das? Das gefällt mir irgendwie gar nicht so wirklich. Ah! Oh! Kroko! Kroko! Schnell, schnell weg! Hoch mit dir, Lara! Okay. Ich speichere mal. Kann ich das Kroko irgendwie von hier? Komm, komm. War es das mit dem Kroko? Krokodil? Ah, nee, ist noch da, ist noch da, ist noch da. Hoch mit dir, Lara, hoch, schnell. Krokodil. Da. Okay, erstmal wieder rein. Anlocken. Hoch, Lara. Schnell. Wieder umdrehen. Wo ist es? Da. Boah, wie leben hat das Ding? Kroko. Hier gibt's eine Lara. Oh, böses Kroko. Nicht getroffen jetzt. Ah, geschafft. Okay, dann schaue ich mich jetzt hier mal hier ein bisschen um, bevor ich den Schalter betätige, weil wer weiß, was für ein Monster der Schalter dann loslässt. Okay, da ist ein Gitter. Oh, hier gibt's auch was. Oder? Nee, von hier komme ich. Hol dir noch mal ein bisschen Luft, Lara. Luft holen. Luft holen, habe ich gesagt. Okay, macht's nicht. Dann hol dir hier Luft. Okay. Ich hätte gedacht, hier ist noch irgendwo was anderes. Ui, ein Gemälde an der Decke. Hä? Ich kann durch das Gemälde durch? Was ist denn das? Hä? Okay, das ist aber ein ziemliches Secret. Soll das so sein mit dem Gemälde? Scheint mir irgendwie ein bisschen. Okay, ich betätige mal den Hebel. Was macht der? Okay, das Kroko hängt jetzt in der Luft rum. Cool. Jetzt kann ich hier so lang laufen, so ganz normal. Aber was bringt mir das? Ah, hier geht's weiter. Okay. Noch mehr Sprungrätsel? Ach du Scheiße! Oh nee! Neptun? Ist das euer Scheißernst? Ich hasse Sprungrätsel. Ach Leute, echt jetzt, nö, nö, einfach nö. Nö, ich mag nicht. Ich will überhaupt nicht. Okay, die Tür zum Neptun ist zu. Wie mache ich die Tür auf? Oh, Fledermäuse? Ich spring mal darüber. Okay, dann gucke ich mich hier mal um. Ah, da unten ist ein Hebel. Und eine Fledermaus. Lara. Ah, nicht runterfallen, Lara.
Ich speichere mal. Oh, hui. Das war knapp. Irgendwo kommt noch eins. Wo ist sie? Aua. Unnötig Leben verloren, weil sie nicht richtig zielt, die Gute. Nicht so weit. Nein, Lara. Okay, okay. Ich glaube, das ist gerade ein richtig guter Moment, um einen Schnitt zu machen. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Bis dahin.